Hallo Freunde des puristischen alpinen Segelflugs. In diesem Streifen geht es um einen Absaufer im alpinen Gelände. Nehmt euch Zeit, lehnt euch zurück und genießt es. Im Jahr 2022 ist mein 1:3er Salto an gleicher Stelle schon einmal abgesoffen. Den Log des spektakulären Fluges seht ihr hier. Aber langsam und von Anfang an. Vor dem Absaufen muss die Höhe erst einmal erstiegen werden. Bis zum Lavaygrat sind es knapp 300 Höhenmeter. Für mich bedeutet das mittlerweile einen Aufstieg von gut einer Stunde. Oben angekommen ist nicht nur der Kermit fertig. In Vorfreude auf sehr gute Bedingungen machten wir uns mit Loh 100 und ASH 26 auf den Weg. Die ASH 26 hatte wohl schon eine leise Vorahnung und wollte nicht starten. Okay. Juhu! Bei schwachem Tragen gibt es die schönsten Vorbeiflüge. Dem konnten wir auch etwas abgewinnen. War, konnten immer noch einige Figuren geflogen werden. Latata.
Um auch mal auf den Flieger schauen zu können, fahren wir in die Berge. Also wird die gewonnene Höhe direkt wieder abgeturnt. Natürlich wird dadurch auch das Risiko, einmal abzusaufen, etwas höher. Vor der Bergstation ging es ab und zu nach oben. Au weh, der Varioton klingt gar nicht gut. Schön zu sehen ist der Schatten auf dem Hang vor uns. Ob das so gut ist? Ja, provozieren noch dreimal, ist er wirklich da. Um lange in geringer Höhe an der Kante hin und her zu fliegen, sind wir aber auch nicht hier. Also, wie sagte Erwin der Schlawiner so schön, draußen toben die Bärte. Willst du wieder weiterfliegen? Weißt du noch, wie viel tiefer das war? Nee, ne? 60, 90. Nein, das ist doch Quatsch. Mein Salto außen. Waren das 500, 65? Na schau mal, da geht vielleicht etwas. Thank you.
Wenn man jetzt noch steuern könnte. Minus 130. Schön zu sehen ist der Schatten auf dem Hang vor uns. Ob das so gut ist? Höhe minus 130 Meter. Und ganz schön weit draußen. Auch die Verfolgung mit der Kamera ist nicht mehr so einfach. Erste Erkundungen des Außenlandeplatzes. Wir werden versuchen, die SA-26 vor der Käserei im sanft angesteigenden Hang abzusetzen. Du hältst dich, ne? Minus 150. Hier könnte sie im ansteigenden Gelände gut abgesetzt werden. Ich würde da kreisen, wenn geht, oder? Meinst du nicht? Minus 252.
219. Naja, Kurbeln bei etwa 1200 Meter Entfernung und mit einer spitz eingestellten Maschine, es gibt wahrlich leichtere Übungen. Wir versuchen es trotzdem. Vielleicht wird es ja was. Jetzt noch zentrieren! Minus 266. Du bist vor der Käserei am Hügel. Soll ich ein Fernglas holen oder Leute filmen? Fernglas wäre nicht schlecht. Wo finde ich das? Da wir sicherheitshalber die Kamera gegen ein Fernglas ausgetauscht haben, folgen jetzt Onboard-Aufnahmen. Rechts oberhalb im Bild sieht man den Shiny. Dort wird gerade auch geflogen. Kermit nimmt den Landeplatz schon einmal in den Blick. Wie schön ruhig man die 26 fliegen kann. Leider hat die Onboard-Kamera kurz vorher aufgegeben. 1:20. Frag mal Höhe an. 1:20. Geschafft. Sie liegt am gewünschten Platz und hat sanft aufgesetzt. Minus
minus 355 Meter Außenlandung vom Lavaygrat unten an der Käserei des Schalmis. Wir zoomen langsam hin. Und neben der Käserei sieht man komplett rangezoomt, wie die ASA 26 zu liegen gekommen ist. Wir schwenken einmal auf den stolzen Piloten. Was sagt er dazu? Hervorragendes Runtersprechen. Allerdings keine Landepunkte. Drehung über 90 Grad. Was für ein Flug! Landung in einer Entfernung von 1765 Metern und 355 Meter niedriger als der Pilotenstandort. Auch dieser Flug wird uns in Erinnerung bleiben.